Hallo, ich heiße François-Xavier Roth und ich dirigiere das Gürzenich-Orchester Köln. Heute spielen wir für euch ein Stück von Béla Bartók. Divertimento. Divertimento, das ist eine Musik geschrieben für ein Streicherorchester. Aber was ist ein Streicherorchester? Zum Ersten haben wir die Kontrabässe. Und dann die Celli. Die Bratschen sind sehr wichtig in einem Streicherorchester. Aber auch die zweite Geigen. Und danach die erste Geigen. Ist es jetzt unsere komplett Streicherorchester? Wir sind in 1939. Das ist ein sehr besonderes Jahr in alle Europa und in alle Welt natürlich, weil es ist vor diesem Zweiten Weltkrieg. Und der Bartók, er komponiert ein Stück und dieser Titel Divertimento ist fast etwas sarkastisch oder ironisch. Divertimento, das ist eine Musik, wir können sehr gut zum Beispiel mit Mozart, eine leichte Musik. Und hier sind wir wirklich in einer anderen Stimmung. Das ist etwas sehr bedrohlich. Im ersten Satz haben wir einen Rhythmus, die Streicher spielen. Hören wir diesen Rhythmus. Ihr habt gemerkt, das ist kein regelmäßiger Akzent, das ist nicht bom, 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 bam, bom, bom, bam, bom, bom, bam, aber das ist etwas mit vielen Überraschungen. Und auf dieser Musik spielen die ersten Geigen ein Thema, das ist mehr ein Ritornell als ein Thema. Also hören wir zusammen diese Ostinato mit die Ritornelle. Nach dieser ersten Melodie haben wir einen anderen Teil in unserem ersten Satz. Und können wir merken, dass es gibt viele Referenzen an alte Musik oder alte Formen in Musik. Zum Beispiel in Concerto Grosso gibt es sehr oft in Barockmusik, zum Beispiel Händel oder Corelli, eine kleine Gruppe von Solisten, die erzählen etwas in Musik und dann wiederholen die andere. Und Bartók nimmt dieses Prinzip. Die Solisten von Quartett sagen etwas und danach wiederholen wir alle Tutti. In Béla Bartók Musik gibt es immer Folkmusikreferenz. Er war ein sehr berühmter Komponist, nicht nur, dass er hat eine unglaubliche moderne und sophistikierte Musik komponiert, aber auch hat er etwas sehr Besonderes in sein Leben gemacht. Er hat alle die Volkslieder von seinem Land, Ungarn und auch Rumänien, aufgenommen und notiert auf Papier. Also in dieser Mitteleuropa-Volksmusik gibt es eine sehr hohe Kultur von Rhythmus. Rhythmus, die wir kennen heute nicht so gut oder so präzise. Und mit Bartók gibt es zum Beispiel in diesem ersten Satz
ein Thema nur mit einem Rhythmus. Tin ti 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 tin tin ti ti. Nur ein Melodie mit gleicher Note. Hören wir nochmal. In seinem zweiten Satz, Béla Bartók komponiert eine sehr, sehr bedrohliche Musik. Eine Musik mit sehr kleinen Intervall. In Musik, wir sagen, das ist Chromatismus. Und beginnen die zweite Geigen, diese Musik zu spielen, dann nehmen die Bratschen und erste Geigen. Hören wir die Intervall, die sind wirklich neu und wirklich etwas mit viel Angst. Und während dieser bedrohlichen Melodie spielen alle die tiefen Instrumente im Orchester, das heißt Kontrabässe, Celli, sie spielen und Bratschen, sie spielen eine sehr, sehr langsame Linie, nur mit kleinen Intervallen, nur mit Chromatismus. Hören wir die ganze Sache. Danach gibt es eine Melodie, sehr besonders, auch wie im ersten Satz, der Bartók, er komponiert eine Musik mit fast einer Note zu beginnen, aber eine Note mit einem sehr präzisen Rhythmus, lang, kurz, lang, und die Bratsche beginnen das, danach spielen die zweite Geigen diese Melodie und die erste Geigen, hören wir diese neue Musik. Und diese Note, diese H mit diesem besonderen Rhythmus, Papa, Papa,
Es wird weiter von den Violinen. Es beginnt mit der zweiten Geige, die spielen jetzt ein sehr langes H. Und die erste Geige kommentieren. Immer mit diesem Gefühl von Rhythmus. Eine Melodie mit nur einer Note. Gleichzeitig spielen die Kontrabässe, die Celli und die Bratsche eine Musik sehr unglaublich. Wenn ich höre diese Musik, wenn ich dirigiere diese Musik, ich kann fast sehen, ein großes Tier wie ein Dinosaur laufen sehr, sehr langsam mit so großen Füßen. Das ist diese Musik. Wir haben die Intervalle, die sind hier benutzt. Viele Quarten und Quinten. Hören wir diese Musik. In seinem Finale, Bartok komponiert eine total andere Musik. Eine Musik sehr zu tun mit Tanz. Tanz natürlich, das ist auch ein Aspekt von Kunst und von Volksmusik in Hungarien oder in Mitteleuropa. Man tanzt gerne. Und wenn wir reden über Volksmusik, auch haben wir einen Effekt, wir haben schon erklärt im ersten Satz, Concerto Grosso Effekt, wo jemand sagt etwas und die andere wiederholen. Also jetzt, Nathalie, unsere Konzertmeisterin, spielt etwas und die ganze erste Geige wiederholen. Hören wir, wie das ganze Orchester auch macht dieses gleiche Prinzip. Erste Cello, erste Bratsche, zweite Geige, Stimmführer und dann alle Orchester wiederholen. In Volksmusik und in Mitteleuropa besonders gibt es eine große Tradition mit sehr typischen Instrumenten wie Akkordeon. Der Bartok in seinem Divertimento, er erfindet fast ein riesiges Akkordeon nur mit Streicherinstrumenten. Und auf diese Akkordeon spielen die erste Geige diese Melodie, diese Ritornello mit die Bratschen, die stören mit einer unglaublichen Trille. Hören wir. Und dann in diesem Finale, wie im zweiten oder ersten Satz, haben wir diese Motive, eine rhythmische Figur, eine rhythmische Personage in Musik. Und hier natürlich mit diesem Tanzaspekt, das ist fast Rock'n'Roll. Das war ein paar Beispiele von diesen
unglaublich Meisterwerk Divertimento von Béla Bartók. Also klar, es ist keine normale oder klassische Divertimento als Mozart. Das ist eine total andere Musik, eine moderne Musik von dieser Zeit, 1939. Und diese Musik, seine Welt von Béla Bartók, was er kann durch Musik beschreiben, sind natürlich viele Angst, aber auch viele Freude. Und Béla Bartók, das ist unser Held mit das Kürzenich Orchester für unsere Saison 2021. Wir werden so viele Musik von Bartók spielen, diese Genie von Musikgeschichte. Also wir freuen uns, dass wir können zusammen in der Philharmonie hier in Köln Bartók erleben zusammen. À bientôt.